Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein ganz besonderes Video zur Einstimmung auf die kommende Adventszeit. Kai ist ja jetzt dann schon fast 1,5 Jahre alt und letztes Jahr war er noch ein wenig zu klein, aber heuer wollte ich unbedingt einen Adventskalender für ihn haben. Aus zeitlichen Gründen und auch weil ich gar nicht so viel Lust hatte, habe ich nichts gebastelt, weil ich finde, wenn ich etwas für ihn bastle, dann will ich auch mit ganzem Herzen dabei sein und das nicht irgendwie als Belastung sehen. Deshalb habe ich mich im Internet umgeschaut, welche Adventskalender es eben für Kleinkinder gibt. Und ich muss ehrlich sagen, das Angebot ist da eher bescheiden. Also es gibt nur wenige Adventskalender, aber da habe ich dann 2 Adventskalender gefunden, wo ich mich absolut nicht entscheiden konnte, welchen ich nehmen soll. Und ja, Kai ist ein Einzelkind. Ja, deshalb wird er heuer auch verwöhnt und bekommt 2 Adventskalender. Und welche das sind, zeige ich euch jetzt im Video. Einmal ist es der Playmobil Adventskalender. Und den Playmobil Adventskalender darf man nicht verwechseln mit dem normalen Playmobil, weil das ist der 1, 2, 3 Adventskalender. Der ist für Kinder ab 1,5 Jahren sehr gut geeignet. Hinter jedem Türchen versteckt sich eine Playmobil-Figur, halt eine Playmobil 1, 2, 3 Figur. Und wir haben schon welche zu Hause und Kai spielt wirklich sehr gerne damit und es besteht da keine Verschluckungsgefahr. Also bei Babys vielleicht schon, aber bei Kai jetzt nicht mehr. In diesem Adventskalender findet ihr einen Bauer, dann Waldtiere. Besonders süß finde ich zum Beispiel auch den Fuchs. Es ist ein Weihnachtsmann drinnen, ein Engel und sogar ein Schlitten für den Weihnachtsmann. Und auch noch so eine Tanne. Also hinter jedem Türchen verbirgt sich eine wunderschöne Überraschung. Und was mir hier auch besonders gut gefällt, ist, dass man den Kalender aufhängen kann. Also der hat eine Lasche, wo man ihn dann an die Wand hängen kann. Und ich denke, wenn ich den hoch genug hänge, kommt Kai auch nicht dran und reißt nicht am ersten Tag die ganzen Türen auf. Ich habe mir auch vorgenommen, dass wir im Vlog eben jeden Tag ein Türchen öffnen, der Adventskalender. Und deshalb zeige ich euch jetzt auch noch seinen zweiten Kalender. Und zwar ist es der VTech Babyflitzer Tut Tut Adventskalender. Und wenn ihr unsere Vlogs kennt, wisst ihr, dass Kai auch diese Tut Tut Flitzer von VTech über alles liebt. Da kommt so ein Kalender natürlich wie geschaffen für Kai. Und was mir bei dem Kalender sehr gut gefällt, er ist echt groß, also da könnt ihr schon mal einen Tisch oder einen Kasten freimachen. Und man kann ihn hier aufklappen. Und aufgeklappt hat man dann so eine kleine Rennbahn, wo man dann mit dem Tut-Tut-Flitzer flitzen kann. Und da ist auch so ein magischer Sensor, mit dem man dann, ja, auf dem man eigentlich den Schlitten parken kann, der dann Geräusche macht. Und hinter jedem Türchen verbirgt sich eine kleine Überraschung. Also es sind zum Beispiel Verkehrszeichen dabei und es ist auch ein Säckchen dabei, wo man das alles aufbewahren kann. Meine einzige Angst ist eben auch, dass wenn ich das auf einen Tisch stelle, dass Kai alles ausräumt und Kai ist total verrückt nach den Tut-Tut-Flitzern. Ich musste wirklich beide Kalender, also den von Playmobil und den von VTech, verstecken, denn als er das Paket gesehen hat, wollte er es sofort hin- und auspacken. Und ich habe sie jetzt sicher aufbewahrt, weil die Türchen werden erst Anfang Dezember geöffnet. Ich habe natürlich schon reingeschaut in beide Kalender. Also wirklich ganz, ganz tolle Produkte in beiden Kalendern meiner Meinung nach und wirklich auch Sachen, die die Kinder länger verwenden können. Ehrlich gesagt, Schokolade wollte ich meinen 1,5-jährigen Kind jetzt nicht täglich geben. Da muss jeder selbst wissen, wie er das handhabt. Mir ist das Spielzeug lieber und wenn es schon so tolle Kalender für Kleinkinder gibt, kann man da auch mal das Geld ausgeben. Mir wurden freundlicherweise auf Anfrage beide Kalender zur Verfügung gestellt und ich habe angefragt, ob ich ein paar an euch verlosen darf. Und auch das darf ich. Also ich habe insgesamt noch 5 Kalender für euch zum Verlosen und zwar 3 Playmobil-Kalender und 2 VTech Tut-Tut-Flitzer-Kalender. Die haben mir Playmobil und VTech zur Verfügung gestellt und ich übernehme den Versand für euch und schicke dann pünktlich, damit ihr am 1. Dezember die Kalender in den Armen haltet,
euch die Kalender. Also wenn ihr irgendwie wollt, dass ich irgendwas raufschreibe oder reinschreibe, könnt ihr mir das gerne sagen im Falle der Fälle, dass ihr gewonnen habt. Wie könnt ihr mitmachen? Ja, ich möchte das ganz einfach halten. Es ist so, ich verlose hier unter diesem Video 2 VTech-Kalender und 2 Playmobil-Kalender und einen weiteren Playmobil-Kalender werde ich auf Instagram verlosen. Wenn ihr mir dort folgt, habt ihr da auch die Chance, einen Playmobil-Kalender zu gewinnen. Und ja, schreibt mir einfach einen Kommentar, welchen Kalender ihr haben wollt oder ja, welcher euch besser gefällt. Gerne auch, wenn es euch egal ist, dann schicke ich euch einen von beiden. Ich werde das dann wieder mit Random.org einfach auslosen. Ich werde die Gewinner anschreiben. Das Gewinnspiel läuft bis zum 20. November. Ich werde am 20. November vormittags auslosen, also sagen wir bis zum 19. November, damit ich dann wirklich am Wochenende Zeit habe, die Kalender zu verpacken. Und dann haben wir noch fast eine Woche Zeit, damit sie dann sicher bei euch und euren Kindern angekommen sind. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und ich würde euch bitten, erst ab 18 Jahren mitzumachen. Weitere Informationen zum Gewinnspiel findet ihr noch in der Infobox und ich hoffe, ihr macht mit. Ich drücke euch die Daumen und ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ihr bei mir einen Kalender gewinnen könnt, beziehungsweise mehrere Kalender. Also bei mir war es wirklich so, ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Ich habe den Dudut-Kalender gesehen, ich habe den Playmobil-Kalender gesehen, ich wollte beide kaufen und dann dachte ich, warum soll ich nicht meine Reichweite ein wenig nutzen und auch euch eine Freude machen. Und ich hoffe, die habt ihr. Schreibt mir gerne, welchen Kalender ihr haben wollt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ja, täglich werden die Türen auf Birdie TV, auf unserem Vlog-Channel geöffnet. Also wenn ihr den noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Link in der Infobox. Und ja, meine Lieben, ich wünsche eine wundervolle Vorweihnachtszeit und drück euch die Daumen. Bis bald. Tschüss.